Hey Leute, habe ich ja gar nicht gesehen. Aber willkommen zurück zu einem neuen Video Autobahn Police Simulator. Okay, wir sind auf jeden Fall zurück. Wir müssen zu einem Brückenpfeiler. Ein LKW ist da irgendwie umgekippt. Und da müssen wir jetzt hin, aber weißt du, es ist so hell und falls mir jemand entgegenkommt. Der Profi, Digga! Der Profi! Auf geht die wilde Fahrt. Oh, ich habe jetzt gelernt, Blinker zu setzen. Ich bin jetzt ganz krass. Nein, doch. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Falls ich es noch nicht gemacht habe, können die anderen zwei Folgen auschecken. Wir sind jetzt oben verlinkt. Einfach aufs i drücken, dann werdet ihr weitergeleitet. Und wir heizen auf jeden Fall mal weiter. 3 Tage später. Okay, da ist also der LKW, wie es aussieht. Und wir müssen Bleib uns da vorne jetzt. stehen. Ach so, hier. Okay. Dann. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Okay. Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Nicht so unhöflich, Hans. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Das ging ja schnell. Okay, also. Als erstes. P-P-P-Pylon. Okay. Abgesetzt. Abgesetzt. Und abgesetzt. Denk nicht mal dran, weiterzufahren. Okay. Aufräumarbeiten. Okay. So. Guck mal, wie schön ich das hier hintue für alle. Okay. So. Okay. Fotografiere Unfallobjekte. Okay. Nicht? Jetzt aber. Ja, okay. Sprich mit dem LKW-Fahrer. Hallo, was ist hier geschehen? So was Dummes. Na, dass Hase. Mir das passieren muss. Oh Mann. Alles Ganz gut, ich helf es dir ist doch. Also, atmen Sie tief durch und erklären Sie, wie es dazu gekommen ist. Okay, dann. Okay, ja, also, warum haben die denn eigentlich alle so epileptische Anfälle? Und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Bevor ich mich versehe, bin ich in die Brücke. Oh. So was ist mir noch nie passiert. Ey, alles Der gut, neue das Kollege passiert hat jeden Mal. Der war für die Ladung zuständig. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ey. Ja. Das tut mir so leid. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber erholen Sie sich erstmal. Danke. Okay. Oha! Easy! Hä? Er ist einfach weg. Die Brücke ist repariert. Alter. Okay. Hallo Hans! Ich rede mit dir jetzt. Ah, gut, dass du kommst. Ein LKW ist an einer ungünstigen Stelle liegen geblieben. Was? Wir sollten da vorbeifahren und nach dem Rechten sehen. Also dann, worauf warten wir noch? Ah, oh. Nee. Ah. Schon wieder 16 Kilometer. Hallo? Aha. Ich will den Kofferraum zumachen. Hey, ach komm. Scheiß drauf.
Hallo? Ey, Mann! So, fahr ich halt jetzt in offenem Kofferraum. Computer sagt nein. Paar Sekunden später. Okay, was ist hier los? Guten Tag, hallo? Oh nein. Nein, 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 Kenny Ray, bitte nicht. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Okay. Aber du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Boah, was ist denn mit Hans los? Jo Leute, was geht? Ich wollte euch nur noch mal daran erinnern, dass ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen könnt. Und jetzt viel Spaß weiter beim Video. Und schau auch in den Laderaum. Okay. Ich frag mal nach. Was willst du denn? Ist das eine Standardprozedur bei liegen gebliebenen Fahrzeugen? Nein, das nicht, aber das entspricht einer ungeschriebenen Regel. Ah, und welche wäre das? Folge deiner Intuition. Alles klar. Oha, okay. Folgen wir meiner Intuition. Ach du Scheiße, diese Kamera. Moin. Wieso stehen Sie hier an der Autobahn? Hallo, die Zugmaschine will nicht mehr. Ich glaube, es ist was mit dem Motor nicht in Ordnung. Die Stelle hier ist nicht ganz ungefährlich. Gut, dass Sie immerhin Ihre Warnleuchte aufgestellt haben. Haben Sie den Pannendienst schon informiert? Ja, wir müssen in wenigen Minuten hier sein. Na, ich würde es hoffen für dich. Dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Ladung werfen? Wieso das denn? Naja, wenn es sein muss. Danke. So. Zeig mal her. Halt. Oh, das ging schnell runter. Kein. Was? Was haben wir denn? Was hier? Ist das denn? Schau mal. Das sieht interessant aus. Was willst du mit dem Lappen? Na, ich höre auf meine Intuition. Dann spreche ich den Fahrer nochmal darauf an. Mach mal. Alter. Einfach vom LKW mitgerufen. Mit ihrer Ladung scheint alles in Ordnung zu sein, aber wir haben das hier an einer der Kisten gefunden. Ein Stück Stoff, na und? Oh. Verdächtigen oder besorgt sein? Ich verdächtige ihn. Das ist ein Stück Hemdstoff, und zwar ein ziemlich großes. Ja, das stimmt. Haben Sie vielleicht eine Idee, von wem das sein könnte? Ich? Nee, keine Ahnung. Sicher? Von einem der Arbeiter, die sich um die Ladung gekümmert hat? Ja. Wer will ich das denn wissen? Ja, das kann sein. Kommt mir trotzdem komisch vor. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das behalte? Den Fetzen? Nee, bedienen Sie sich. Danke. Sehen Sie nur zu, dass Sie Ihren LKW hier wegbekommen. Ah, besser Sie ist das. Sagen Sie vorsichtig, bis der Pannendienst da ist. Auf Wiedersehen. Ja, mache ich. Okay, meine Polizisten. Das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.